Willkommen Leute zum ersten Part von Half Minute Hero. Falls ihr es schon seht, ich habe ein bisschen vorgezockt. Naja, egal. Wir beginnen einfach mal und starten direkt los. Und okay. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Naja, egal. Okay. Ja, wir wollen durchstarten. Okay. Danke. Am Anbeginn existierten nur die Zeit. In jener Welt prallten zwei Gottheiten aufeinander. Die Göttin der Zeit, Hüterin derselbigen, und der Superbösewicht, Zerstörer der Welten. Der Kampf über Äonen nahm schließlich ein Ende. Der geschwächte Superbösewicht wurde verbannt. Der Rubin, Machtquelle der Röttin, war nicht mehr. Die Zeit verstrich. Menschen wurden geboren und schufen Zivilisationen. Oft erschienen die Göttin, um sie zu retten. Das erste Jahr, in dem sie sich zeigte, nannten die Menschen das Jahr 1, der Ära der Göttin. Um sie zu preisen, errichteten sie viele Statuen. Doch in den Schatten dieser erleuchteten Zeit durchdrängte der Hass des Superbösewichts die Welt und erschuf Kreaturen, die Chaos stiften sollten. Dies ist die Geschichte eines jungen Mannes, der im 100. Jahr der Göttin dank seiner flinken Beine und seines Großmutes zum Helden werden sollte. Das klingt doch mal super. Naja. Der Held zieht los. Erklärung aufrufen? Nein, ich werde es euch so erklären. Also, da muss man natürlich was machen. Wie lästig. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Wer sagt's denn? Da haben wir doch jemanden. Passt perfekt. Oh. Im kleinen Inselreich Strehl taucht ein junger Abenteurer auf. Nemeros, sei gegrüßt in meinem Königreich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Hilfe brauchst, um deine Reise fortzusetzen. Ich bin gerne bereit, dir zu helfen, aber würdest du zuerst etwas für mich tun? In letzter Zeit machen einige Monster die anliegenden Grasfelder unsicher. Sie verwüsten die Dörfer in der Gegend. Du kannst dir das Drama sicher ausmalen. Ich möchte, dass du diese Grasfeldmonster zum Teufel jagst. Es sind insgesamt 3 an der Zahl. Waldmannsheil, Nemeras. Okay. Ganz einfach erklärt. Wir laufen rum, treffen Monster, können Städte betreten, um uns zu heilen. Ich werde ein Auge auf dich haben, Nemeras. Bitte besiege die Monster. Und besiegen im Monster, steigen Level auf. Und wir können auch rennen, aber wie ihr es vielleicht gesehen habt, wie ich gerade demonstrieren wollte, man verliert Leben, außer man ist in Städten, wo man mit vielen verschiedenen Personen reden kann. Wie ich hörte, hast du die Monster erledigt. Vielen Dank, vielen Dank. Du hast also diese Monster erledigt? Super, ich wusste, du schaffst das. Oh, wie nett sind diese Leute denn immer? Ich hoffe, so wäre die ganze Welt, aber das ist nichts. Oh, du bist wie erwartet gut. Der König wird entzückt sein. Ich danke dir, Nemeras. Ausgezeichnete Arbeit mit den Monstern in den Grasfeldern. Kommen wir also gleich zu deiner Belohnung. Was? Was geht auf einmal vor sich? Überrascht! König und Menschen der Welt, hört mich an!
Ich habe einen übermächtigen Zauberspruch entdeckt, der die ganze Welt zerstören kann. Spricht man diesen Zauber, so bleibt der Welt nach 30 Sekunden bis zu ihrer Zerstörung. Törichte Menschen, genießt die letzten Augenblicke eures erbärmlichen Lebens. Lebt wohl! Oh nein. Du meine Güte, der Bösewicht muss sofort gestoppt werden! Aber ja doch, du kannst diesen Bösewicht doch bestimmt aufhalten, oder? Es geht nicht nur um mein Königreich. Nein, die ganze Welt steht auf dem Spiel, Nemeras. Oh, okay. Und wie folgt, wir müssen weitermachen. Wir haben nur eine halbe Minute. Und es läuft noch in Städten weiter. Ich habe überhaupt gar keine Lust, das zu machen. Aber wir werden es höchstwahrscheinlich eh nicht schaffen. Wie soll man sowas überhaupt schaffen? Naja, wir versuchen es mal. Bist du hier, um mich zu besiegen? Du kommst mir nicht in die Quere! Ich werde dich wie ein Käfer zerquetschen! Okay, das ging nach hinten los. Wie gesagt, wir werden es nicht schaffen. Wie gesagt. Die 30 Sekunden sind rum! Das Schicksal der Welt ist besiegelt! Oh. Was? Game over? Wirklich? Wow. Hallo? Hallo? Wach auf, Nemeras. Oh, oh. Schön dich kennenzulernen, Nemeras. Ich bin die Göttin der Zeit. Wie der Name schon sagt, herrsche ich über die Zeit. Hm? Was eine liebreizende Göttin wie ich mit so einem Landstreicher wie dir will? Eine gute Frage. Doch das kleine Angebot, das ich für dich habe, schafft Klarheit. Der Bösewicht hat einen Zauberspruch erlernt, der die Welt in nur 30 Sekunden zerstört. Du bist flink, aber nicht flink genug für den Zauberspruch des Bösewichts. So bleibt der Welt also nur der Untergang. Und was machen wir da jetzt am besten? Und hier kommst du ins Spiel. Willst du meine göttlichen Dienste? Wenn dir für die Rettung nicht genug Zeit bleibt, kann ich für dich ein wenig die Zeit zurückdrehen. Ich kann auch die Zeit verkürzen, die du zum Aufsteigen brauchst. Hm? Klingt so gut, um wahr zu sein. Du bist aber auch ein Fuchs. Weißt du, ich liebe Geld. Ich helfe dir, aber du musst mir das Geld abtreten, das dir zufällt. Du bezahlst mich und ich helfe dir. Geben und nehmen. Du verstehst. Und nimmst mein Angebot an, um der Welt wieder Frieden zu bringen? Ein Pakt mit der Göttin schließen? Sollen wir? Ah, ich will eigentlich nicht, aber... Nah. Ich verstehe, ja, nur zu gut, warum du Nein sagen willst. Aber wahr ging es je in einem klassischen Rollenspiel weiter, wenn man in einem Dialog Nein ausgewählt hat? Meine klare Antwort wäre, ja, es ging manchmal weiter, aber nicht immer. Naja, egal. Außerdem ist die Welt dem Untergang geweiht. Du hast also nicht wirklich eine Wahl. Einen Pakt mit der Göttin schließen. Okay, dann schließen wir mit dir einen Pakt. Wunderbar, dann sind wir uns einig. Fangen wir an.
Zunächst mal drehe ich die Zeit zurück bis zum Zeitpunkt, an dem der Zauber gesprochen wurde. Ich kann dir auch noch anderweitig helfen, du kannst dich also schon mal freuen. Also auf gute Einnahmen. Ich meine, auf gute Zusammenarbeit, Nimmeras. Oh. Immer das Gleiche von dir. Du meine Güte, der Bösewicht muss sofort gestoppt werden. Aber ja doch, du kannst diesen Bösewicht doch bestimmt aufhalten, oder? Es geht nicht nur um mein Königreich, nein, die ganze Welt steht auf dem Spiel, Nimmeras. Oh nein. Dann laufen wir mal. Ich glaub... Ich verstehe dich voll und ganz. In der Burg im Dorf willst du ruhig angehen, was? Keine Sorge. In Burgen und Dörfern halte ich die Zeit an. Extra für dich. Du kannst dir also alle Zeit der Welt lassen. Nein, danke. Oh, hab ich schon. Naja. Trainieren wir eben schnell, wie gesagt, habe ich noch nicht erwähnt, Legatin hilft uns zu viel. Deswegen können wir den Bösewicht stoppen, hat eh schon erwähnt. Naja, mal gucken, ob wir es wirklich noch schaffen. Oh nein, hier ist keine Statue. Oh je, die Zeit ist um. Also, die Welt geht jetzt unter. Ach was, nur Spaß. So gewalt bin ich nun auch nicht. Ich bin nicht die Göttin. Also dann, ich drehe die Zeit zurück. Bis zum selben Augenblick wie vorher. Das ist ganz schön anstrengend, glaub mir. Bitteschön. Okay. Ich suche mal eben schnell... Oh nein. Immer noch die gleiche Phrase, tut mir leid, dass ich übersprungen habe. Mal gucken. Oh, hereinspaziert. Kaufst du eine Mahlzeit, regenerierst du deine Leben. Wow, noch gar nicht bemerkt. Also, wir können hier nicht stoppen, nicht nachfüllen. Du kommst mir nicht in die Quere. Ich werde, das hatten wir schon. Wie gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Ich war so nah dran, die Zerstörungsmagie zu wirken. Aber jetzt ist es zu spät. Es obliegt jetzt ihm, die Zerstörungsmagie in die Welt hinauszutragen. Auch wenn du mich jetzt besiegst, werden andere kommen, die Zerstörungsmagie entfesseln. Genieße also das bisschen Zeit, das sie noch verbleibt. Quest geschafft! Yay! Oh mein Gott. Du hast also den Bösewicht besiegt. Gut gemacht, Nimmeras. Du bist unser Held. Warum erholst du dich nicht ein wenig in unserem Königreich, bevor du weiterreist? Ich verstehe. Du musst also sofort aufbrechen. Dann nimm bitte als Zeichen unserer Dankbarkeit diese Karawane an. Möge sie dir auf Reisen helfen. Es widerstrebt mir zwar, aber ich verabschiede dich hiermit und wünsche dir alles Gute auf den Reisen. Wow, was für ein netter König. Minister, bitte warte, Nimmeras. Hier, ein kleines Dankeschön von mir. Sie ist zwar schon ein wenig alt, aber hoffentlich nützt sie dir. Alles Gute. Wow, an Königreich kriege ich Flickenklamotten. Hey, sieht überhaupt nicht schlimm aus. Nimmeras, du hast fürs Erste gut gemacht. Natürlich verdankst du den Erfolg hauptsächlich mir, aber du hast auf jeden Fall dazu beigetragen.
Ach ja, ich habe zwar dein Aufsteigen beschleunigt, aber nach einem Tag wird deine Stufe zurückgesetzt. Es gibt immer einen Haken. Nur Vorteile gibt's nicht. Wie auch immer, es gibt da jemanden, der die Zerstörungsmagie verbreitet. Nicht lange und neue Bösewichte werden auf den Plan treten, um die Welt zu zerstören. Das wäre gar nicht gut, meinst du nicht auch? Du und ich, wir müssen also losziehen und die Bösewichte gemeinsam stoppen, Nimmeras. Jetzt mach doch nicht gleich so ein Gesicht. Auf geht's, Nimmeras! Okay, jetzt wird hier nochmal alles vorgetragen. Wow! 43 Sekunden. Stufe 8 und 292 Gold. Das geht. Und so begab es sich, dass der Abenteurer Nemeras mit Hilfe der Göttin der Zeit diesen Landstrich dem Frieden wieder schenken konnte. Aber wenn der Bösewicht die Wahrheit gesprochen hat, dann wird es noch weitere Bösewichte geben, die die Zerstörungsmagie einsetzen werden. Mit der Karawane, die er vom König erhalten hat, bricht unser Held auf. Nächstes Mal bei Held 30, Brücke zum Festland. Okay, gleich ist der Part vorbei. Schade drum. Aber lasst uns eben noch kurz hier die Gespräche durchlesen. Hallo Nemeras, das war gute Arbeit heute, ehrlich. Uns steht wahrscheinlich eine lange Reise bevor, bis alle bestraft sind, die sich an dieser Magie versuchen. Also, auf gute Zusammenarbeit. Du kannst die heutigen Ereignisse jederzeit reflektieren. Sprich mich dazu einfach nur an. Bestimmt hilft dir das bei deiner Entwicklung. Wow. Mein Name ist Schlaumeier XXX, aber alle nennen mich nur Professor. Ich entdecke und lüfte jede Geheimnis von der Welt. Ja, gut. Ich will dir mit Rat und Tat beiseite stehen und alle Geheimnisse erklären. Wow, was für ein netter Mann. Hallo, ich bin Aisha. Ich habe mich der Karawane angeschlossen, weil ich die Welt sehen will. Der vor uns liegende Weg führt uns bestimmt in unterschiedlichste Lande. Falls ich eine Gabelung entdecke, lasse ich es dich wissen. Nayan, hallo Nemeras. Ich bin Nayan und führe diese Karawane an. Ich bereise die Welt seit vielen Jahren. Bestimmt kann ich dir also den einen oder anderen nützlichen Rat auf den Weg geben. Es ist mir eine Ehre. Wow, okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig den Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!